Weil mich schon seit Jahren fehlt mir so für diverse Konferenzen etc. pp. Mist, jetzt sieht man sofort, dass das in Wirklichkeit gar kein echtes iPhone ist, was ich da vor mir habe. So auf Republika und CCC-Kongress fehlt mir so ein vernünftiger Planer, mit dem man sich anzeigen lassen kann, was läuft gerade so, was läuft demnächst so. Darum habe ich jetzt was Eigenes gehackt. Das Ganze findet ihr unter 27c3.343max.de. So, das habe ich jetzt mal hier in Windeseile eingetippt und dann gehe ich auf die Seite drauf. Was jetzt eigentlich das Wichtigste ist, dass man sofort als allererstes das Ganze so hier unten mit diesem mittleren Button im Safari und dann Add to Homescreen bzw. zum Startbildschirm hinzufügen, heißt das glaube ich auf Deutsch. So, dann kann man den hier anlegen. Und dann klickt man auf Add und dann hat man auf seinem Homescreen ein neues Icon. Das ist so ein schönes 27C3 Planer Icon. Draufklicken, startet das App. So, schon geht's los. Schon kann ich sehen, was am ersten Tag um 14 Uhr stattfindet. Es zeigt nämlich immer an, es probiert immer gerade anzuzeigen, wo man so am ehesten die Chance hat, was zu sehen. Man kann ja so schön nach links und nach rechts scrollen, wenn man sehen will, was jetzt gerade so stattfindet und was als nächstes so stattfindet. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir es. Hier würde dann theoretisch das nächste Programm anfangen. Wenn einem im Voraus was gefällt, klickt man hier einfach diesen kleinen Stern und dann markiert er das und beim nächsten Start ist das dann immer noch aktiviert, sodass man hoffentlich schön schnell eine kleine Übersicht hat, was so stattfindet, was so als nächstes kommt. So. Das Ganze kann man hier auch dann zum nächsten Tag hochscrollen. Ich bleibe jetzt mal bei Tag 2. Weil da wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Hatte ich jetzt noch keine so richtig gute Lösung, wie ich das hinkriege. Wenn man jetzt nämlich wissen will, wann fängt hier dieses in Saal 2 Lying to the Neighbors an, dann muss man das so ein bisschen vorziehen. Dann sieht man, aha, Punkt 1. Weiter geht's hier. 13:45 fängt das Node.js-Panel an, was ziemlich spannend klingt. Und um 14 Uhr dann hier in Saal 3 I control your code. Ja, und was für mich eigentlich so der wichtigste Button ist, ist nämlich immer der, was ist eigentlich jetzt Button? Now. Zack, da bin ich wieder bei dem, was jetzt stattfinden würde, theoretisch, wenn der Kongress schon angefangen hätte. Also, nochmal. Einfach auf 27c3.343max.de gehen und dann auf einem Homebildschirm abspeichern. Ich werde das auch noch so machen, dass es auch noch offline funktioniert, damit auch falls ihr kein Netz haben solltet, was ja noch nicht so extrem unwahrscheinlich ist, dass ihr trotzdem gucken könnt, wann was wo stattfindet und immer hoffentlich informiert seid. Ja, wer das Programm mag, kann entweder meine Seite mich flattern auf 343max.de oder mir auf dem Kongress eine Mate ausgeben oder mir meinen Stuhl im Saal 1 freihalten. Vielen Dank. So, jetzt muss ich hier bloß noch die Stopptaste.